Folge 43, Duzen oder Siezen. Der folgende Mitschnitt ist in meiner LinkedIn-Sprechstunde entstanden und hat deswegen auch nicht so eine ganz perfekte Tonspur. Ich bitte, das zu entschuldigen. Also, viel Spaß beim Teil zum Duzen oder Siezen. Zum Thema Inhalte, Content. Jetzt habe ich ein Video produziert für YouTube in der Du-Form. Das heißt, also ich spreche die Teilnehmer mit Du an und spreche eigentlich die Endzielgruppe an. Also du als Mutter, du als Vater, jetzt im Homeoffice mit einem Partner, Partnerin, hast den und den Stress. So, eignet sich sowas für LinkedIn? So etwas ganz Persönliches? Oder gibt es da schon eine strikte Trennung zu sagen, das passt eher zu Facebook, das passt zu YouTube, das passt eher zu LinkedIn? Ja. Wie vorsichtig sollte man da sein? Also, da gibt es keinen Mann, sondern das sollte man als eigene Entscheidung letztendlich nehmen. Und wir sehen auf LinkedIn, oder ich sehe ab und zu mal Menschen, die tatsächlich schon in einem Profilslogan sagen, gern per Du. Ich meine, es gibt sogar einen Hashtag per Du oder gern per Du. Mhm. Ich persönlich habe tatsächlich auf LinkedIn fast von Anfang an komplett geduzt. Mhm. Also auch meine Kontaktbestätigung schreibe ich in der Du-Form. Schreibt dann aber als letzten Satz, wenn du mich lieber siezen möchtest, dann antworte bitte in der Sie-Form, dann weiß ich Bescheid. Ja? Mhm. Ich stelle aber insgesamt auch fest, dass im Business-Bereich, also zumindest in meinem Bereich, und das meine ich mit jeder sollte es persönlich entscheiden, bei einem Erstgespräch am Telefon bin ich immer so ein bisschen forsch dabei und sage, soll ich Herr Schmidt sagen oder ist Andreas auch okay? 99% sagen, nee, du ist völlig in Ordnung und gerne duzen und so weiter. Ja. Und zack, ist man auf der Du-Ebene. Super selten, dass mal einer so, nee, also ich würde schon ganz gerne erstmal, ich meine, ist natürlich auch sehr rhetorisch, ne, soll ich Herr Schmidt sagen oder darf ich Andreas sagen? Klar, aber ich will die Leute einfach duzen. Weil ich merke, es ist lockerer. Und auch hier im LinkedIn-Kurs bin ich ja komplett auf der Du-Schiene, weil ich einfach sage, ey, was sollen wir jetzt hier auf Sie und so weiter. Ja, also du musst für dich letztendlich entscheiden, mit was für Menschen habe ich zu tun? Mhm. Und ich sag mal, auch wenn du in deiner Thematik vielleicht mit CEOs und Führungskräften zu tun hast, so bist du ja doch auf einer privaten Ebene für die unterwegs. Und ich finde, dann ist das Du tatsächlich angebracht. Aber ich kann es für dich nicht entscheiden. Mhm. Ich würde es allerdings so machen, dass wenn, dann mach es wirklich durchgängig. Okay, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Weil Videos machen, die dann auf LinkedIn mit Sie ankündigen. Schauen sich das genau. In einem Video dann, du. Und, also dann sollte es schon durchgängig sein. Das heißt also auch der Content, den man teilt. Also wie gesagt, ich habe ja verschiedene Zielgruppen. Die einen erwische ich im Business-Kontext. Das könnten in einem anderen Setting auch meine Du-Zielgruppen sein. Ich sag mal so, ich habe die Sie-Zielgruppen im Business-Bereich, aber die könnten gleichzeitig auch meine Du-Zielgruppe sein, wenn ich ihnen privat begegnen würde, beziehungsweise auf dieser persönlicheren Ebene. Macht es Sinn, dass irgendwie, also sie generell auf der persönlichen Ebene abzuholen? Also auch wenn ich sie im Business erwische, also das habe ich, glaube ich, noch nicht so ganz raus, ob ich auch, also ich habe ja verschiedenen Content, ne? Da gibt es gesetzliche Neuregelungen, da gibt es vom Bundesministerium jetzt irgendeine Verlautbarung, die ich teile, die eben eher so die Menschen auf der Sie-Business-Ebene erwischen, aber dann eben auch das YouTube-Video, wo ich ganz klar sage, du, wenn du heute Stress mit deinem Pubertisten zu Hause hast, weil der keinen Bock auf Schule hat, dann gebe ich dir die und jene Tipps. Ja. Ich denke tatsächlich auch immer mal wieder drüber nach. Also ich habe das immer wieder, wenn ich beispielsweise einen Newsletter an meine Vereinskollegen formuliere, da ist nicht das Du oder Sie, sondern das Du oder Euch. Also ja. Im Newsletter schreibe ich ja an viele, aber es liest ja nur einer. Ja, und ich versuche immer öfter wirklich diesen einen, der liest, den will ich adressieren. Und nicht wir haben hier für euch, sondern ich habe für dich. Ja, weil es geht, ne, ich habe gerade etwas für dich und es geht um dich und du solltest und nicht ihr und wenn ihr und euch könnte es gut gehen. Das mache ich in Beiträgen mittlerweile, meine ich auch immer öfter, weil es lesen zwar viele, aber es liest immer nur jeder Einzelne. Mhm. Das heißt also, selbst wenn ich jemanden an seinem Schreibtisch erwische, in seiner Funktion, mit Anzug und Schlips oder Kostüm,
ist es denkbar zu sagen, dich meine ich. Dich meine ich jetzt gerade in deiner Arbeit, die du gerade tust, könnte das für dich einen Mehrwert bedeuten, dass das bei LinkedIn schon legitim ist. Überleg einfach mal, wie es dir selber geht. Ja, also wenn du, das meine ich ja mit, jeder soll das für sich selbst entscheiden. Okay. Und es ist letztendlich egal, was du machst. Du wirst immer 40% haben, die finden diese Du-Form total gut. Du wirst 40% haben und sagen, was ist das denn hier? Ich bin hier im Business-Umfeld, warum werde ich hier geduzt? Und 20%, denen ist das völlig wurscht. Ja, die sagen, es ist mir völlig wurscht, Hauptsache deine Information ist gut. Ja, ob du mich jetzt duzt oder siehst, pff, so. Mhm. Eine Mischung daraus finde ich dann aber bedenklich. Ja, du schreibst montags eine Geschichte, die richtet sich vermeintlich irgendwie an Führungskräfte, die ja aber auch was anderes sein könnten. Und da siehst du. Und einen Tag später schreibst du den nächsten Beitrag und da duzt du. Ja, dann würde ich denken so, spaltende Persönlichkeit, warum duzt du heute und morgen siehst du mich wieder? Ja, macht doch irgendwie keinen Sinn. Ich für mich persönlich habe entschieden, ich möchte mit den, also ich merke einfach, dass die Gespräche auch jetzt zwischen uns, ja, können sie auch sitzen? Nein, ich duze dich. Die Gespräche sind lockerer. Im Seminare ist es lockerer. In der Beratung. Es ist immer alles lockerer. Und ich merke, wenn einer so auf der Sie-Ebene bleiben will, das ist dann so, ne, dann möchte ich am liebsten die nicht vorhandene Krawatte hochziehen. Also, dann eben so auf der bürokratischen Ebene. Und da möchte ich gar nicht sein. Wenn ich also das für mich entscheide und das durchziehe, dann werde ich diesen Bürokraten möglicherweise nicht gefallen. Ne? Für den bin ich dann nicht der Richtige. Das fehlt ja dadurch, dass ich ihn duze, ja automatisch raus, weil ich werde ihm dann auch nicht gefallen. Und dann geht er woanders hin. Das ist dann für mich, glaube ich, auch so. Weil wir würden dann auch nicht zusammenpassen. Mhm. Also versuch nicht, dich für viele kompatibel zu machen und dich dann an manchen Stellen auch zu verstellen. Also du spielst dann ja an den Stellen, wo du eigentlich siehst, obwohl du lieber duzen wolltest, Theater. Ja? Mhm. So, und wenn du jetzt natürlich sagst, nee, aber für mich ist es auch okay, das mal so oder so zu machen, schwierig jetzt wirklich eine Lösung zu finden. Ne? Ich kann dich im Prinzip nur ermuntern, mach es so, wie es dir am besten gefällt und duz durchgängig. Und bei deinem Thema, finde ich, ist es ein persönliches Thema. Und in einem persönlichen Thema finde ich, dass du immer persönlicher. Mhm. Ja? Super. Das heißt also, deine Grundaussage ist im Grunde, und die finde ich gerade sehr hilfreich, für dich nochmal als Rückmeldung zu sagen, starre nicht so sehr auf deine Zielgruppe, weil das ist ja diese Zielgruppenorientierung im Marketing. Sondern schau einfach, was dir entspricht, und die Menschen werden dich aussuchen, nach dem, ob du ihnen sympathisch bist und ob du ihnen was zu geben hast. Das finde ich eine ziemlich coole Aussage. Ja, ist der Filter ganz einfach. Ne? Ich meine, gut, super. Es gibt vielleicht den einen oder anderen, der sagt, das kann ich mir nicht erlauben, dass jetzt irgendjemand sich deswegen, aber wie wollen wir es denn sonst machen? Ja? Wollen wir dann sagen, du kannst gerne heute, / sie können gerne heute. Also, das passt nicht. Ja, du kannst nicht als Chamäleon durch die Gegend laufen. Oh, na, das geht auch nicht. Ja? Oder hier ist der Text für sie, weiter unten der für du. Nee, ja, das müssen wir im Kopf eben einmal klar haben. Also da einfach an der Stelle selbstbewusst sein. Ja, genau. Entscheiden. Und da finde ich sogar ganz gelungen, das habe ich zwar bei mir noch nicht gemacht, aber ich überlege manchmal auch, das zu tun, in diesem Profilslogan eben auch dieses Hashtag gern per du mit einzufügen oder irgendwo im Profil vielleicht auch einzufügen, könnte eine Variante sein. Auf der anderen Seite, wenn du eben alle deine Beiträge und Kommentare in Du-Form schreibst, wobei ich würde jetzt auch keinen Kommentar in Du-Form schreiben bei jemand, der in Sie-Form geschrieben hat und den ich vielleicht tatsächlich eigentlich bisher auch gesiezt habe. Ja, da würde ich nicht plötzlich ins Du verfallen. Andererseits dadurch, dass ich alle Kontaktanfragen auf LinkedIn beantworte mit Du und direkt ins Du gehe oder jemand, der mich siezt in einer Anfrage, ich ihm dann quasi in meiner ersten Nachricht auch das Du anbiete, damit hebe ich ja quasi alle meine LinkedIn-Kontakte auf die Du-Ebene. Ja, und alle, die mich noch nicht kennen, merken, oh, das ist ein Typ, der duzt. Und jetzt können die sich überlegen, wenn sie damit gar nicht klarkommen, dann passe ich halt nicht. Ja, ja, aber natürlich, soweit ich weiß, noch so auch im Beamten- und öffentlichen Dienstbereich zum Teil unterwegs. Da hast du Menschen zum Teil dann auch dazwischen. Aber die sind ja nicht unbedingt in Social Media aktiv. Also sie haben zwar vielleicht maximal ein Profil, aber eben nicht wirklich, dass sie da aktiv im Austausch sind. Das ist ja eher nicht... Also von mir keine Standardaussage dazu. Ja. Auf LinkedIn duzt man oder auf Xing sieht man oder sowas. Ja. Zu Facebook würde ich das vielleicht, da würde ich sagen, ja, du komm du, was soll das sie auf Facebook? Aber der Umgangsstrom auf LinkedIn aus meiner Beobachtung ist auch insgesamt persönlicher, lockerer. Und ich glaube, das Du wird da auch gerne angenommen.
oder was heißt glaube ich, beobachte einfach, dass es gerne angenommen wird. Großartig, sehr gut, danke dir. Der Podcast gefällt Ihnen? Dann empfehlen Sie ihn bitte weiter und unterstützen Sie die Arbeit von Joachim Rumohr mit einer Bewertung bei iTunes. Vielen Dank. Sie wollen noch mehr Tipps? Dann fordern Sie jetzt die kostenfreien Social Selling Impulse unter rumohr.de/podcast an. Auf dieser Seite können Sie auch Ihre Themenwünsche für die nächsten Folgen oder Fragen zu diesem Podcast übermitteln. Tschüss, bis bald und auf Wiederhören.